dass bei mir eine Laube eingebrochen wurde. Die ist hier unten. Ich habe da mal nachgeguckt, ob alles okay ist. Und da war das Schloss kaputt. Polizei! Hallo? Noch jemand hier außer euch? Hallo, sprecht mit uns. Hier hinten ist gesichert. Ja. Meine Herren, ey. Bin der Name ein Schreck an, ja. Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Den Namen? Ausweis und was dabei? Hallo, antworten. Also wenn er nicht mit uns spricht, dann müssen wir euch mitnehmen zur Wache und dann müssen wir das sagen. Dann ist euch das lieber. Okay, wenn wir kein Tod. Hey, schön locker bleiben, ja? Ist ja schön und gut, wenn ihr Hunger habt und euch den Bauch verschlagt. Das kommt in das Bude. Hallo, nein. Hier rein. Hast du? Gut. Ja. So, mitkommen. So, hier rüber. Haben Sie sie geschnappt, ja? Glaubt nicht, dass ihr damit durchkommt, ihr zwei. Ich hab hier eine Vermisstenanzeige. Mhm. Ja. Okay. Das ist ein Ding. Gut, mitkommen. Also wir haben eine Vermisstenanzeige, ja? Und laut der Beschreibung geht es da um eine Melina Behrens, 13 Jahre alt. Beschreibung passt zu Ihnen. Sind Sie Melina Behrens? Also wenn Sie Melina sind und 13 sind, sind Sie damit nicht strafmündig. Aber Sie hier, junge Frau, ja? Sie sind ja anscheinend volljährig. Und damit wird Ihnen nicht nur der Einbruchsdiebstahl zur Last gelegt, sondern da haben wir auch noch eine Entziehung Minderjähriger im Raum stehen. Nein, ich wollte doch nur... Was wollten Sie nur? Jenny! Was wollten Sie? Okay, so kommen wir nicht weiter. Durchrutschen. Anschnallen. Dann klären wir das alles auf der Wache, ja? Hallo, nicht gesehen. Sind Sie zufällig wegen zwei jungen Damen hier? Ja, genau. Na, das trifft sich ja gut. Dann kommen Sie mal mit. Die eine junge Dame wartet nämlich schon hier. Danke. So, hereinspaziert. Guten Tag. Würden Sie uns vielleicht gerade mal unter vier Augen sprechen lassen? Das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Ja, hallo. Ich bin Ulrike Tasic. Ich bin Rechtsanwältin. Und wie heißen Sie? Das ist doch egal. Also nur, damit das für Sie auch klar ist. Als Rechtsanwältin bin ich ja zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Wollen Sie denn nicht mit mir sprechen vielleicht? Die Polizei ist sich im Übrigen sicher, dass Ihre junge Begleiterin Melina Behrens ist. Kann das sein? Ja, also ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass die Polizei auch gegen Sie wegen Entziehung Minderjähriger ermittelt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass Sie das junge Mädchen entführen wollten, oder? Entführen? Quatsch. Sehen Sie, denn ich meine, Sie haben ja bei der Festnahme sich auch beschützend vor die Kleine gestellt. Also das sah ja nicht nach Entführen aus. Sagen Sie, kann es sein, dass das Mädchen Ihre kleine Schwester ist? Ja. Und... da wollten Sie beschützen als große Schwester. Das ist natürlich erstmal ein toller Wesenszug. Aber die Frage ist, wovor wollten Sie denn beschützen? Sie können nicht mit mir sprechen. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich irgendwas Sie verrate oder jemand anderem was davon erzähle, von unserem Gespräch. Das bleibt unter uns. Das bleibt hier quasi im Raum. Also, was war denn jetzt? Okay. Kommen Sie, geben Sie sich einen Ruck. Es ist so, dass unsere Eltern vor 7 Jahren beim schweren Autounfall ums Leben gekommen sind. Und Melina ist seitdem in einer total üblen Pflegefamilie. Und ich will einfach nicht, dass sie da noch länger bleiben muss. Das ist ja furchtbar. Es tut mir wirklich sehr leid mit Ihren Eltern. Sie setzen sich erst noch mal. Ja, und was ist jetzt mit dieser Pflegefamilie? Was ist denn da los? Melina muss halt nach der Schule ständig irgendwelche Heimarbeiten machen. Und wenn sie das nicht macht, was die Schneider sagen, wird sie in den Keller eingesperrt oder geschlagen. Das ist ja furchtbar. Haben Sie das selber gesehen? Nee, aber ich glaube ihr. Sie hatte wirklich totale Angst. Ja, ist ja klar, dass sie ja wahrscheinlich versprochen haben, sie da rauszuholen. Das kann ich gut verstehen. Ich wollte sie dann auch zu mir nehmen. Und mein Freund, der hatte da gar keinen Bock drauf und meint, er sei kein Kindergärtner.
Wir haben uns seitdem auch nur noch gestritten und habe ich mich auch noch von ihm getrennt. Und dann haben Sie dann jetzt versucht, die Laube da aufzubrechen oder was wollten Sie da? Ich wusste nicht mehr weiter. Wir hatten halt Hunger und kein Geld. Bitte, Melina muss von diesen Pflegeeltern weg. Ich werde mich auf jeden Fall mit den Pflegeeltern mal in Verbindung setzen. Vor allen Dingen auch mit dem Jugendamt. Das geht doch gar nicht. Also seien Sie sich sicher, auch das mit dem Vorwurf der Polizei, Entziehung Minderjähriger, ich glaube, das wird sich in Luft auflösen. Okay? Danke. Ach, übrigens, ich bin Jenny. Jenny Behrens. Freut mich. Mich auch. Ich mag mich ja täuschen, aber ich glaube, die Frau Behrens macht sich riesengroße Sorgen um ihre kleine Schwester. Ich muss natürlich jetzt erstmal prüfen, ob diese Vorwürfe in dieser Familie überhaupt zutreffen. Denn es könnte ja auch sein, dass es nur ein Vorwand der kleinen Schwester ist, dass die Große sie da rausholt. In Absprache mit Anwältin Tasic haben die Polizisten die Pflegeeltern verständigt. Eine halbe Stunde später erscheinen Elke und Bernd Schneiders auf der Wache. Die zuständige Jugendamtmitarbeiterin Michaela Brück haben sie mitgebracht. In Jenny und Melina wächst die Angst, nun wieder auseinandergerissen zu werden. Melina, oh Gott sei Dank, dir geht es gut. Oh Kind, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht, weißt du das? Ich weiß, euch beiden geht's nicht gut, ihr vermisst eure Eltern. Und Mensch, aber Jenny, das ist doch lange kein Grund, deine Schwester zum Abhauen anzustiften. Jenny, du kannst froh sein, wenn wir das die Polizei nicht weiter verfolgen lassen, ja? Also, da gibt es ja nun überhaupt gar keine Grundlage für, ja? Für die Entziehung Minderjähriger, das liegt überhaupt nicht vor. Die Kleine ist freiwillig mit der Großen mitgegangen. Aber richtig war es trotzdem nicht, dass Melina einfach so ausreißt. Richtig. Was heißt einfach so? Also, mir ist zu Ohren gekommen, dass Melina zur Heimarbeit gezwungen wird. Und wenn sie nicht nach ihrer Pfeife tanzt, dann wird sie auch noch hart bestraft. Was? Was erzählst du da für Lügen? Kind! Also, verzeihen Sie bitte, aber Melina ist 13 Jahre alt. Und ich meine, das ist wirklich ein schwieriges Alter. Da kommt es schon mal zu Komplikationen zwischen Eltern und Kindern. Heimarbeit, ja? Im Haushalt, da muss nun mal jeder mit anpacken. Und da muss man eben auch mal abspülen oder putzen. Wenigstens ein bisschen. Melina, hör doch mal zu. Hast du dir das denn vielleicht nur ausgedacht? Ist das denn richtig, was die beiden sagen? Also ich kann wirklich nur bestätigen, dass die Schneiders eine Musterfamilie sind. Ja. Wir vom Amt schicken schon seit Jahren Pflegekinder in diese Familie. Und das Pubertierende mal ein bisschen flunkern, also das kommt ja ständig vor. Richtig. Naja, wie auch immer jetzt. Ich meine, muss Melina jetzt hier bleiben? Also wir für unseren Teil haben genug gehört. Ich denke mal, wir sind dann hier erstmal fertig. Okay, sehr gut. Dann kommst du erstmal wieder mit zu uns. Und dann hat der ganze Spuk ein Ende. Melina, ich will aber nicht mit euch mit. Melina, bitte. Melina, warum willst du denn nicht mitgehen? Weil sie bei denen gequält wird. Was? Ich darf sie ja nicht mal besuchen. Das müssen wir uns aber jetzt mal näher erklären. Was meinen Sie denn damit? Die wimmeln mich immer ab. Ständig muss sie irgendwelche Hausaufgaben machen oder sie ist krank. Jenny, das stimmt doch gar nicht. Unsere Tür steht immer für dich offen. Immer. Ich meine, ja, vielleicht ist es nicht immer der richtige Augenblick. Das kommt überall vor. Aber wenn ich es mir so recht überlege, nach der Aktion heute hier mit euch beiden, wäre es, glaube ich, besser, wenn wir uns vorerst gar nicht wiedersehen. Bitte? Ja. Also auf gar keinen Fall. Das ist ja eine absolut blöde Idee, sag ich jetzt mal, ja? Sie sehen doch, wie die beiden zusammenhängen wie Pech und Schwefel. Es entspricht im Übrigen absolut dem Kindeswohl der Kleinen, dass die Große sie besucht. Also, ich muss das nicht wirklich gerichtlich durchsetzen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich meine, so war es ja auch nicht gemeint. Mensch, Jenny, na klar kannst du zu uns kommen. Aber rufe vorher an, okay? Ja? So, und jetzt kommst du aber. Mann, Jenny, bitte. Du hast mir aber versprochen, Melina, dass ich bei dir bleiben kann. Tut mir leid. Nein, Melli, nein! Melli, ich bin immer für dich da. Frau Behrens, es ist besser, wenn Sie jetzt hier bleiben. Ja? Es macht jetzt keinen Sinn. Lassen Sie sie einfach jetzt noch mal zu den Schneiders mitgehen. Wir werden jetzt noch mal gerade draußen unter vier Augen sprechen, okay? Machen Sie sich mal keine Sorgen. Bestehen irgendwelche Einwände, dass wir auch gehen? Nee, alles in Ordnung. Sie können gehen. Vielen Dank nochmal, ja? Ja, bitte gerne. Tschüss. Kommen Sie. Tschüss. Die Anwältin da, die soll sich bloß nicht so aufspielen. Wahrscheinlich so eine Karrieretante, ja? Die selbst keine Kinder hat oder überhaupt keine Ahnung davon hat, was es heißt, pubertierende Teenager aufzuziehen, ja? Naja, wie auch immer. Ich bin jedenfalls froh, dass wir Melli wieder haben. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht. Das hätte ja wer weiß, was passiert sein könnte. Hm? Aber jetzt bist du ja wieder bei uns, ne? Ja, da haben wir wohl alle noch mal Glück gehabt. So, jetzt
Melina muss aus dieser Horrorfamilie raus. Ich habe ihr geschworen, dass ich sie da raushole. Ich kann ja ihre Aufregung verstehen, aber ich muss diese Gesamtsituation noch mal näher begreifen, denn die Melina hat ja jetzt bei ihrer Befragung so gut wie gar nichts gesagt. Ja klar, weil sie Schiss hat, dass sie zu Hause wieder eins drauf bekommt oder wieder in den Keller eingesperrt wird. Also Sie meinen, sie wollte in Anwesenheit der Schneiders nichts Falsches sagen, oder? Ja, das Leben bei den Schneiders ist die Hölle für sie. Am liebsten würde ich sie für immer da rausnehmen und mich selbst um sie kümmern. Meinen Sie, das geht? Theoretisch geht das schon. Wie alt sind Sie nochmal? 22. Also, bevor ein Familiengericht einer 22-Jährigen die Vormundschaft über die 13-jährige Schwester überträgt, das bedarf verdammt viel Überzeugungsarbeit. Ich mache wirklich alles. Hauptsache, ich kann Melly helfen. Gut, also dann muss ich mehr über Ihre gesamte Lebenssituation erfahren, ja? Sie sagten, Sie haben sich von Ihrem Freund getrennt, haben Sie vorher gewohnt. Wo wohnen Sie jetzt? Momentan halt noch bei Freunden, bis ich was Eigenes habe. Wie sieht's mit dem Job aus? Haben Sie irgendeine Arbeitsstelle? Ja, ich habe einen Minijob im Supermarkt. Regale einräumen, abkassieren und sowas. Also ganz ehrlich, ich befürchte, das wird nicht ausreichen. Ja? Ohne festen Wohnsitz, ohne einen richtigen Job, wo Sie richtiges Geld verdienen. Ich meine, ohne eigene Wohnung, wo soll das Mädchen denn wohnen? Ich kann Freunde von mir fragen. Ja, aber nicht in der WG. Also es geht jetzt nicht um ein Zimmer, 7 Quadratmeter, wo Sie mit der Schwester da zusammen hausen, sag ich immer. Also wir brauchen eine eigene Wohnung, ganz klar. Ja? Okay, dann frage ich mich gleich mal bei meinen Leuten durch. Gut, und ich werde die Zeit nutzen, beim Jugendamt noch mal Informationen über diese Pflegefamilie einzuholen. Okay? Okay. Verbleiben wir so. Prima. Ich wollte Frau Behrens vorhin nicht bewusst entmutigen, aber sie muss sich schon darüber im Klaren sein, dass sich ihre gesamte Lebenssituation nachhaltig und eindeutig verändern und verbessern muss, wenn sie die Vormundschaft über ihre kleine Schwester halten möchte. Ulrike Tasic fährt ihre junge Mandantin noch zu einer Freundin und macht sich dann auf den Weg zum Jugendamt. Die Rechtsanwältin will von Sozialpädagogin Michaela Brück noch weitere Informationen über die Pflegefamilie von Melina Behrens einholen. Ach, Frau Tasic, was meinen Sie denn? Ja, ich wollte eigentlich gerade Feierabend machen. Ja, es tut mir leid, Frau Brück, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf die Diskussion mit den Schneiders zurückkommen von vorhin. Ja, warum? Was gibt's denn da noch zu besprechen? Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Melina Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen und deswegen sich uns nicht anvertraut. Ach, das glaube ich nicht. Ich meine, sie wurde von der Polizei erwischt, da hat sie sich natürlich total aufgeregt und hat sich wohl auch sehr geschämt. Frau Brück, da steckt mehr dahinter. Wissen Sie, die Melina hat sich ja der Jenny anvertraut, ja? Und angeblich wird sie zur Heimarbeit gezwungen bei den Schneiders. Naja, kommen Sie mal mit. Was meint ihr jetzt mit Heimarbeit? Staubsaugen und Putzen? Oder was meint ihr damit? Das ist ja eigentlich die Aufgabe des Jugendamts, ne, das Haus zu finden. Also, sie soll ja angeblich im Keller eingesperrt werden und auch geschlagen werden. So sagt es jedenfalls die Schwester. Nur mal ganz langsam, Frau Task. Also das ist die Pubertät und sonst nichts. Ich meine, Melina spinnt sich gerade irgendetwas zusammen, weil sie ihre bockige Phase hat. Was macht sie denn da so sicher? Ja, also wir vom Jugendamt sind ja nun auch keine Volltrottel, ja? Nehmen Sie Platz. Danke. Wir kontrollieren unsere Familie natürlich regelmäßig und sorgfältig und die Schneider sind wirklich ein Musterbeispiel. Wir schicken schon seit fast 10 Jahren Kinder dorthin und es hat noch nie Probleme gegeben. Aber die Jenny hat ja auch berichtet, dass sie, wenn sie die Schwester besuchen will, an der Tür für den Schneider immer abgewimmelt wird. Ja, wahrscheinlich war Melina tatsächlich krank oder Jenny kam zu irgendeiner unmöglichen Uhrzeit. Oder sie hat einfach übertrieben. Ich meine, sie ist ja nicht so dicke mit den Schneiders, haben Sie ja schon gesehen. Und immerhin ist sie auch eine Person, die mit ihrer Schwester einen Einbruch begangen hat. Das dürfen Sie auch nicht vergessen. Trotzdem, also auf mich macht die Jenny einen sehr zuverlässigen, ordentlichen Eindruck, ja. Warum sollte sie sich das alles denn nur ausdenken? Ja, wahrscheinlich macht sie sich einfach zu viele Sorgen um ihre Schwester. Ich meine, das liegt ja auch auf der Hand. Melina ist erst seit 3 Monaten bei den Schneiders. Wo hat sie denn vorher gelebt? Die beiden Mädchen sind nach dem Tod ihrer Eltern in ein Heim gekommen. Jenny ist dann mit 18 ausgezogen und das war sicher sehr hart für Melina. Ja, das speist die beiden natürlich auch noch mehr aneinander, ne? Trotzdem, Frau Brück, also es wäre mir wirklich sehr daran gelegen, dass Sie sich noch mal ganz konkret um diese Familienverhältnisse dort kümmern. Wissen Sie, ich meine, uns allen liegt doch eigentlich nur das Wohl von Melina am Herzen. Natürlich, ja? Das mache ich. Ach, das ist sehr nett. Vielen Dank, dass Sie sich noch mal Zeit genommen haben. Ja, gerne. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Feierabend dann auch. Dankeschön, Ihnen auch. Auch wenn mir Frau Brück vom Jugendamt zusichert, dass Melina bei den Schneiders in besten Händen ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Melina ihre Schwester anlügt. Gerade weil die beiden so eine innige Beziehung haben, werde ich jetzt einen Privatdetektiv beauftragen, der die Schneiders noch mal ein bisschen unter die Lupe nimmt.
Bereits am nächsten Morgen beginnt Privatermittler Ronny Bauer mit der Observation des Einfamilienhauses, in dem das Ehepaar Schneiders mit insgesamt 5 Pflegekindern wohnt. Ja, Bauer? Hallo? Ja, Ulrike Tasic hier, hallo. Gibt's irgendwas Neues schon? Hallo, Frau Tasic. Ja, leider nicht. Also, gibt nicht so viel zu sehen hier, außer dass der Herr Schneider die Post geholt hat und Frau Schneider den Müll rausgebracht hat, ist ja leider nicht viel passiert. Aber jetzt kommt ja gerade ein Kind um die Ecke mit dem Rasenmäher. Die soll wohl Rasenmähen hier. Ich mach da mal ein paar Bilder von. Könnte das Melina sein? Moment. Also, ich guck mal anhand des Fotos. Nee, das wird sie nicht sein. Also, die wird auch eher so vom Alter her um die 10 sein. Wird hier tierisch von der Schneiders angeblafft. Ich kann zwar nicht verstehen, warum und was das soll, aber ja, ganz schön schroff. Es ist ja auch noch so ein Paketbote aufgetaucht, bringt ein paar Pakete. Na, Frau Schneiders, quittiert er jetzt wohl, wenn man sich die Kleine mal noch mit dem Rasenmäher abmüht? Oh Mann. Okay. Was ist denn? Ja, die Kleine darf jetzt anscheinend allein die Kisten reintragen, wenn Frau Schneider zusieht. Toll. Das ist unglaublich. Also, geh da mal jetzt rum und schau, ob ich noch ein bisschen mehr erkenne. Von hier sehe ich leider nichts mehr. Ich melde mich gleich wieder, ja? Okay, danke. Bis später. Ja, Frau Tasic, da bin ich wieder. Ist was Neues? Ja. Ja, für mich sieht das aus, als ob die Leute da, die Kinder da echt zur Kinderarbeit zwingen würden. Die haben da Kisten stehen, da ist irgendwas drin, das konnte ich nicht sehen, aber das soll wohl zusammengebaut werden. Was das ist? Ja, was? Ich habe keine Ahnung, was da drin war. Also auf jeden Fall war das Kind eingeschüchtert und es wirkt jetzt für mich auch nicht so, als ob die das das erste Mal machen. Also eine gewisse Routine war da drin. Verstehe. Ja, ja, verstehe. Ja. Ich wäre entsetzt, wenn mein Verdacht sich jetzt erhärtet. Also ich frage mich, wie man so grausam sein kann und Kinder für sowas missbrauchen kann. Ich hoffe, Frau Tasic kriegt die Kinder da raus. Mit den Beweisen in der Tasche, die die Schneiders als Horrorpflegeeltern überführen, handelt Ulrike Tasic sofort. Sie informiert Jenny Behrens und fährt mit ihr zum Jugendamt. Die 22-Jährige hofft, dass Michaela Brück nun endlich einsichtig wird und ihre kleine Schwester aus der Familie holt. Wir haben hier ganz eindeutige Beweise. Hier, gucken Sie mal, die Pakete, die an die Schneiders geliefert werden. Ich habe mir mal das Logo auf den Paketen hier angeguckt. Das ist ein Unternehmen, was sogenannte Heimarbeiter mit Fertigteilen beliefert, also zum Beispiel Kugelschreiber. Das ist eindeutig. Also, wenn das stimmen sollte, ich bin darüber genauso entsetzt wie Sie. Die Schweine lassen Melina und das andere Mädchen für sich arbeiten, um Kohle zu machen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, bei dieser Pflegefamilie ist irgendwas im Argen. Das sieht ganz klar nach Kinderarbeit aus. Sie müssen Melina sofort da rausholen. Also ich will jetzt hier nichts überstürzen. Ich meine, dafür gibt es sicherlich eine ganz einfache Erklärung. Wahrscheinlich mein Herr oder Frau Schneiders nebenbei noch ein bisschen Heimarbeit. Aber also ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir fahren da einfach mal alle zusammen hin und gehen mal der Sache auf den Grund. Ich habe allerdings jetzt noch einen Gerichtstermin. Können wir das ein bisschen verschieben noch? Ja.
Ich will auf keinen Fall so lange warten. Wäre es nicht in Ordnung, wenn ich allein mit Frau Brück hinfahre? Von mir aus ja. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Meine vier Augen sehen natürlich mehr als zwei. Und da können Sie sich dann direkt vor Ort von der Familie überzeugen. Fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich denke, das klärt sich alles bald auf. Mhm. Also die Fotos und die Mutmaßungen von Frau Tasic, die waren schon wirklich harter Tobak. Aber ich muss mir dann natürlich selber ein Bild von machen. Ich meine, die Schneiders sind ja wirklich unsere Vorzeigefamilie. Und dass sie die Kleinen zu Heimarbeit zwingen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich will Melina nur noch aus dieser Horrorfamilie rausholen. Je schneller, desto besser.